Der Tag geht zu Ende. Der Mensch rüstet sich, in das Schweigen des Schlafes einzugehen. Am Abend ist das Leben müde und sucht Ruhe. Und hindurch klingt das Geheimnis des letzten Endes, des Todes. Während des Tagesablaufs vernehmen wir es in der Regel nicht, denn unser Inneres ist von den Bildern des gegenwärtigen Lebens erfüllt. Am Abend fühlen wir leichter, manchmal bedrängend, wie das Leben sich neigt dem großen Dunkel zu. Abendstunde ist die Stunde des Vollendens. In ihr tritt der Mensch vor Gott, ahnend, dass er einst von Angesicht zur letzten Verantwortung vor ihm stehen wird. Er fühlt, was in dem Worte liegt, es ist geschehen. Das Gute, das Böse verlieren und vergeuden. Er tritt auf die Seite Gottes, des Ewigen, dem alles lebt. Vor ihm gibt er dem vergangenen Tag sein endgültiges Antlitz. Was darin nicht recht war, erfasst die Reue und denkt es um. Was gut gewesen, davon tut demütig aufrichtiger Dank alle Eitelkeit ab. Und alles Ungewisse, alles Unzulängliche, Arme und Trübe, taucht rückhaltloses Vertrauen in seine allmächtige Liebe.